Miau. Willkommen zu Let's Play Super Mario 3D World, ein großartiges Nintendo Wii U Spiel, das nun schon zum zweiten Mal von mir Let's Played wird. Ja, jetzt fragen sich vielleicht einige, warum denn eigentlich? Naja, zum einen ist das Spiel schon 5 Jahre alt, das muss man sich mal geben, wo ist die Zeit hin? Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern rausgekommen, ohne Scheiß. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass mein erstes Let's Play vielleicht ganz spaßig war, aber die Mikrofonqualität war jetzt nicht die beste. Und auch aus technischer Sicht bezüglich YouTube muss man sagen, dass sich ein Reloaded lohnt, denn 2013 hat YouTube noch nicht einmal die 60 FPS unterstützt und ein solch grandioses Spiel wie Super Mario 3D World, das erste HD Mario von Nintendo aller Zeiten, verdient etwas Besseres. Ja, und mein größtes Argument, ich hab einfach Bock drauf. So, und damit sich das jetzt aber nicht nur wie ein Reloaded aus technischer Sicht anfühlt, habe ich mir gedacht, packe ich noch den Greenscreen dazu, dann verleiht das vielleicht dem Ganzen noch etwas mehr Frische und wir freuen uns alle gemeinsam auf ein erneutes LP zu Super Mario 3D World. Ja, 2013 ist es erschienen, habe ich gesagt. Genauer gesagt am 29. November 2013. Es konnte sich ungefähr 5 Millionen Mal verkaufen. Das ist zwar, ja, nicht schlecht, aber Mario kann halt einfach mehr. Das Problem hier war halt, dass das Game für die gescheiterte Wii U erschienen ist. Ja, das Ganze ist zwar immer noch relativ gut, wie ich eben schon sagte. Bedeutet auch Platz 4 der Wii U Charts. Aber ich glaube, an Super Mario Odyssey beispielsweise sieht man, dass da auch deutlich mehr ginge. Ja, dementsprechend, weil die Wii U viele nicht hatten, vielleicht kennt ihr das Game auch noch gar nicht, dann würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr hier dran bleibt, den Kanal abonniert und vielleicht ja sogar selbst Bock drauf bekommt und es selber zockt. Auf jeden Fall ist es von klugen und kreativen Köpfen entwickelt worden, wie Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario, aber auch Takashi Tezuka, der schon oft dabei war und zuletzt eben auch Yoshiaki Koizumi, der Super Mario Odyssey betreut hat. Also ihr seht, krasse Typen am Start und das Spiel ist einfach grandios, deswegen legen wir jetzt los mit der, ich sag mal, ganz speziellen Story. Aber, ein Spoiler vorweg, Peach wird nicht entführt! Allein deswegen schon 10 Punkte mehr in der Wertung. Oh, gutes Stichwort. Der Metascore liegt bei 93%. Das Spiel ist eins der bestbewertetsten Games von 2013. Das sah am Anfang aber nicht immer so aus. Darüber sprechen wir aber gleich. Jetzt lege ich erstmal meine dritte Pfeil an. Ja, man sieht schon, ich habe es privat auch sehr gerne gespielt. 2016 zuletzt. Ja, es ist einfach nice. Und ja, füllen wir auch die letzte Pfeil mit den 100%. Und wir beginnen erstmal mit Mario. Es sind mehr als Mario und Luigi spielbar. Na komm, ich kann es gleich jetzt sagen. Mario, Luigi, Toad und Peach sind spielbar. Und noch ein geheimer Charakter. Den haben wir aber, glaube ich, jetzt noch nicht am Start. Nein, wegen der neuen Pfeil noch nicht. Mario, leg los! Mario Time! Wuhu! Ja, wir gehen spazieren. Ja. Oh, eine Glasröhre, die in 100 Jahren noch niemand entdeckt hat. Yay, Spaß! Und Feen. Feen sind immer gut. Nicht nur in Zelda. Doch sie überbringt eine schreckliche Botschaft. Im Comic-Stil. Im klassischen, schönen Comic-Stil. Bowser nimmt alle Feen gefangen! Wie grausam. Dabei macht er es nur wie Link. Sollte er down gehen, wird er durch Feen wiederbelebt. Eigentlich gar nicht so blöd. Egal, hinterher!
Ich wünschte, solche Wanderpipes gäbe es auch im Real Life. Dann könnte man super easy von A nach B reisen. Und Mario genießt währenddessen, by the way, einen sehr angenehmen Ausblick. Das ändert sich allerdings schlagartig, als wir im Feenland ankommen. Hier steht schon eine große, gruselige Schlossanlage. Das passt natürlich gar nicht zum wundervollen Flair des Landes. Aber die 3D-Overworld, die passt super zum Spiel. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, ich feiere sowas total ab. Ich bin ein Riesenfan von 3D-Oberwelten mit ihren ganzen kleinen Details und Secrets. Und wenn es nur Münzen oder One-Ups sind, ich liebe es, die zu erkunden. Dennoch, wir sollten starten mit Welt 1.1, der super Glockenhügel. Warum jetzt allerdings mein Controller als Spieler 2 erkannt wird, das weiß ich auch nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Aber okay. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, spiele ich mal wieder mit der Pro-Variante. Also in dem Fall mit dem Wii U Pro Controller. Finde ich einfach angenehmer für die Hand. Und du kannst halt auch eindeutig besser skillen. Ich muss auch dazu sagen, der Wii U Pro Controller ist zwar nicht schlecht, aber wenn du gestern erst Nintendo Switch mit dem Switch Pro Controller gezockt hast, dann fühlt sich das Ganze natürlich schon ein bisschen billiger und klobiger an. Aber der Switch Controller ist halt auch eine Liga für sich. Und hier haben wir auch schon das, ja, ich möchte fast sagen, Signature Power-Up von Super Mario 3D World. Wir können die Fratzen der Goombas mit unseren scharfen Krallen zerkratzen und ganz nebenbei auch an Wänden hochklettern. Ja, gut, hier jetzt nicht, aber da. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Ein Inventar hat man auch. Allerdings muss man auch dazu sagen, jetzt am Anfang sind die Level natürlich noch super easy und das zieht sich ehrlich gesagt für meinen Geschmack auch ein bisschen zu lange durchs Spiel. Aber gegen Ende wird's dann doch ganz knapp und hart. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für den Moment genießen wir aber das locker flockige Level-Design, das hier in dem Spiel wirklich on point ist. Also da kannst du gar nichts sagen. Genauso wie der Soundtrack. Das hört man natürlich auch schon direkt raus. Wurde eingespielt von einer Big Band bzw. einem Live-Orchester. Und das ist halt immer Bombe. Ui, da bin ich dem jetzt direkt in den Rücken reingefallen, aber für solche Fälle hat man ja das Inventar, dann können wir zu jeder Zeit noch auf ein weiteres Power-Up zugreifen. Wer mag, kann jetzt hier über die Röhre auch drüber laufen, das geht auch. Wir machen es jetzt aber mal so, wie es gewollt ist und lassen uns da durchziehen. Anschließend aktivieren wir die Halbzeitflagge, also sollten wir mal sterben, können wir von diesem Punkt an weitermachen. So, und jetzt guck mal da, hinter diesem dritten Busch, ganz rechts, da gibt es einen Pixel-Luigi zu sehen, ja. Pixel-Luigi gibt es zuhauf in diesem Spiel. Ich glaube, man hat auch bis heute noch nicht alle gefunden. Also die Entwickler haben wirklich Spaß gehabt, die in den einzelnen Leveln zu platzieren. Ich glaube, es gibt mindestens einen pro Level, meistens sogar mehrere. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dann gab es beim allerersten Fragezeichen-Block hier in dem Level auch schon einen. Den habe ich jetzt aber nicht explizit erwähnt. So, und jetzt kommst du mal her da. Ich habe nämlich Lust auf Wild heute. Mensch, der ist aber flink. Flinker als die Katze. So, jetzt habe ich ihn aber. Hase schmeckt auch, by the way, sehr gut. Aber anderes Thema. Nee, bezüglich der Pixel-Luigi. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch parallel immer gucken, ob ihr welche findet und mich dann darauf aufmerksam machen. Vielleicht finden wir ja gemeinsam ein paar mehr als im ersten LP. Da habe ich zwar auch schon ziemlich viele gefunden, aber natürlich bei weitem nicht alle. Viele Locations kenne ich auch von Videos oder weil ich sie selbst gefunden habe. Also wenn ich was weiß, dann werde ich euch schon darauf aufmerksam machen. Aber ich könnte auch gut eure Hilfe gebrauchen. So, wie man schon gesehen hat, gibt es sammelbare Gegenstände in dem Spiel. Und zwar grüne Sterne, die die Starcoins aus New Super Mario Bros. Ersetzen. Und auch der Miiverse-Stempel. Wobei ich gar nicht weiß, ob der überhaupt noch irgendeine Verwendung findet, weil das Miiverse wurde ja abgeschaltet. Was der Stempel bringt, sage ich euch gleich. Jetzt gehe ich erstmal kurz auf den Maxi-Pilz ein, den wir vom Maxi-Hasen bekommen haben.
Der hat seinen Ursprung in New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, dann hat er seinen Ursprung sogar schon im allerersten Super Mario Bros. Für das NES. Denn damals war der ganz normale Pilz. Ja? Irgendwann hat man dann aber gesagt, nee, das Design passt uns nicht so, das ändern wir ab. Und deshalb wurde aus diesem Axi-Pilz, der damals die normale Funktion des Pilzes hatte, der heute weltbekannte rote Pilz mit den weißen Flecken. So, ich glaube, wir haben im ersten Level alles. Also es sind halt immer drei grüne Sterne und ein Miiverse-Stamp. Allerdings kann ich euch hier noch unter der Brücke dieses kleine Secret mit dem One-Up zeigen. Ja, da können wir nämlich mit unseren scharfen Krallen hindurchhuschen. Und übrigens, wer es mit dem Maxi-Pilz nicht bis hierher schafft, weil nur so kommt man runter, ihr könnt auch von dem Gatter runterspringen und euer Glück probieren. Wenn man es ein bisschen klug anstellt, dann kommt man da auch ohne den Maxi-Pilz ran. So, und mit der Katze können wir natürlich klettern und uns ein paar extra Münzen verdienen. Wir sind ja geldgeil, deswegen machen wir das auch. Und ein weiterer Vorteil der Katze ist es, dass man so relativ easy die Fahnenstange erreichen kann. Dafür gibt es ein extra Leben, soweit ich weiß. Und es ist auch wichtig, um das allerletzte Level in diesem Spiel freizuschalten. Denn nur wenn man wirklich in jedem Level jede Fahnenstange erreicht hat, obwohl ich glaube, man muss es sogar mit jedem Charakter machen. Ja, so war das doch, ne? Richtig ätzend. Nur dann schaltet man das finale Level frei. Das werde ich nicht nochmal machen, weil es einfach Lebenszeitverschwendung ist. Trotzdem werden wir das letzte Level zocken. Ich greife halt einfach auf einen anderen Pfeil zurück, wo das Ganze schon freigeschaltet ist. Ich denke, das ist in Ordnung, ne? Trotzdessen werde ich aber immer probieren, die Fahnenstange zu erreichen. Mit einem Charakter, nicht mit vier oder fünf. Es gibt ja noch einen geheimen fünften Charakter. Also einmal werde ich es probieren. Aber wenn es nicht geschafft wird, ja, dann geht die Welt auch nicht unter. Wir machen so gleich weiter mit 1-2. Allerdings diesmal mit einem neuen Charakter, finde ich. Ich glaube, ich werde immer pro Level wechseln. Ach, warte, lass das doch den Toad machen. Ärger in der Koopa-Grotte gibt's jetzt nämlich. Vier Charaktere haben wir am Start. Mario, Luigi, Peach und Toad. Und jeder hat so seine eigenen Skills. Warte mal, ich will euch was zeigen. Komm mal weg da, Koopa. Du störst jetzt. Hier rechts an der Edge. Oder nein, eigentlich, ja doch. Je nachdem, wie man sieht. Gibt es einen Pixel-Luigi. Und es müsste noch ein weiterer auftauchen, wenn man hier wartet, bis die letzten 100 Sekunden anbrechen. Der springt dann so aus der Röhre raus. Das, ja, zeige ich jetzt aber nicht, weil wäre ein bisschen Zeit verschwenden. Etwas anderes möchte ich euch in dem Level aber zeigen. Es gibt hier nämlich einen, ja, einen Secret Exit, der gleichzeitig ein massiver Shortcut ist. Ihr könnt da nämlich direkt in die zweite Welt gelangen. Und wo dieser Secret Exit ist, das finden wir gleich raus. Jetzt spielen wir erstmal mit Toads Feuerbällen rum. Hier gibt es noch einen Geheimgang. Okay, hier ist zwar kein grüner Stern, aber ein grüner Panzer. Bam, 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 bam. Da hauen wir drauf. Können uns ein paar Münzen. Das Ganze lenken wir jetzt noch ein bisschen um. Genau, soll schon alles krachen, schön ballern. Danke. Gibt es da drüben vielleicht noch ein verstecktes One-Up oder so? Wobei die zu finden in den unsichtbaren Blöcken ist natürlich in einem 3D-Game nicht immer ganz einfach. Übrigens, dieses Gameplay, diese Ansicht und das alles ist nicht neu. Erfunden wurde das Ganze schon auf dem Nintendo 3DS. Da passt es ja auch sehr gut hin. Boah, das war knapp. Mit Super Mario 3D Land. Sehr, sehr viele Entwickler von Super Mario 3D Land sind auch hier an diesem Spiel beteiligt. Wer hätte es gedacht? Oh, cool. Entstanden ist die Idee halt, weil man nicht noch ein weiteres Super Mario Galaxy Spiel entwickeln wollte. Was ich eigentlich auch gefeiert hätte, aber okay, ist halt Nintendos Entscheidung. Deswegen hat man sich so gedacht, komm, wir vereinen mal die 3D Marios mit den 2D Marios und schon war Super Mario 3D Land bzw. 3D World geboren. So, hier oben gibt es jetzt noch einen Secret. Das war, glaube ich, noch nicht dieser Secret Exit, den ich meinte, sondern das Ganze führt uns zu einem Bonusraum. Ja, komm, holen wir uns erstmal die Münzen, die nicht so schnell waren wie Toad. Habe ich schon gesagt? Toad ist der schnellste Charakter.
Ja, komm, wir haken jetzt mal ganz schnell die ganzen Skills ab. Also Mario ist der Ausgeglichene. Oh, schöner goldener Raum mit goldenen Panzern. Geil. Wie gesagt, Mario ist der Ausgeglichene. Peach kann schweben. Luigi, ja, ist der Charakter für die Pro-Gamer. Also der lässt sich halt ein bisschen schwieriger steuern, kann dafür aber auch höher springen. Und Toad ist einfach der Schnellste. Ja, also der ist für die Speedruns da. Der geheime Charakter, ja gut, über den sprechen wir dann, wenn es soweit ist, finde ich. Ich will da jetzt nichts vorweggreifen. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, aber auch weil es so offensichtlich ist, Alter, die Grafik. Fürs erste HD-Mario sieht das bombastisch aus, finde ich, oder? Also, da kannst du wirklich nicht meckern. Optisch ist das Spiel eine Augenweide. Und es gibt, soweit ich weiß, auch kaum Lags. Aber okay, es läuft nativ halt auch nur in 720p. Das siehst du aber, finde ich, gar nicht, oder? Siehst du kaum. Klar, ich hätte jetzt auch nichts gegen eine 4K-Version irgendwann in 2022 oder so. Aber warten wir es mal ab. So lange können wir ja immer noch die Wii U-Version spielen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass die Wii U ein paar Exklusivtitel echt nötig hat. Da ja mittlerweile absolut alles für die Nintendo Switch geportet wird. 3D World noch nicht. Dafür allerdings Captain Toad Treasure Tracker, was auch auf... Was soll der? Die können einen verletzen? Okay. Was auch auf Super Mario 3D World aufbaut. Da wurde dieselbe Engine verwendet. Und generell ist Captain Toad Treasure Tracker auch eine Erweiterung eines Minispiels in 3D World. Dazu kommen wir dann später noch. Gibt es, glaube ich, in jedem Level einmal. Ich finde Captain Toad Treasure Tracker zwar ein sehr cooles Spiel, hat mir echt Spaß gemacht, aber ein Switch-Port hätte es da jetzt echt nicht gebraucht. Das hätte durchaus auch auf der Wii U bleiben können, meiner Meinung nach. Ja, ganz am Anfang habe ich ja schon erwähnt, dass das Spiel eigentlich unter keinem guten Stern stand, als es angekündigt wurde. Auf der, es müsste E3 2013 gewesen sein. Es wurde nämlich ein bisschen gehatet. Ah, hier ist der Stempel. Sehr gut, dass wir den auch schon haben. Allerdings auch zu Recht, muss ich sagen. So, und hier ist der Secret Exit, by the way. Sieht man an dem Lichtstrahl. Ich weiß, es ist trotzdem immer noch sehr, sehr fies versteckt, aber hier sollte man als Katze hochklettern und dann findet man diese geheime rote Röhre, die einen direkt zu Welt 2 befördert. Cheater, Cheater! Kann man machen? Werden wir aber nicht machen. Moment mal. Ich komme jetzt nicht zurück. Was? Hä? Nicht dein Ernst? Sag mir bitte, ich komme zurück. Ja, das kann doch nicht sein. Ups. Das war so jetzt nicht geplant. Moment, Karte, kann man sich vielleicht zu Welt 1 brauchen? Oh, okay. Boah, ich habe jetzt echt Schiss gekriegt, ne? Alles gut, alles gut. Man kann sich zum Glück über die Weltenkarte porten. Das sagt dir aber kein Mensch. Junge, Junge, da will man Secrets zeigen und wird fast bestraft. Ja, gut. Jetzt müssen wir das ganze Level natürlich nochmal machen, aber wir haben Zeit, über das Thema zu sprechen, was ich gerade anschneiden wollte. Wie gesagt, das Spiel war anfangs ein bisschen verhasst, zu Recht, weil der erste Trailer, muss man ganz ehrlich sagen, sah ein bisschen langweilig aus. Ja, es war halt die bekannte Kost, die man so kannte von Mario, aber es mangelte an Innovation. Zum Glück sah dann der zweite Trailer, der glaube ich in einer Nintendo Direct-Ausgabe gezeigt wurde, bei weitem besser aus. Und letztlich, als das Game rauskam, wie schon erwähnt, waren dann alle zufrieden, oder fast alle. Zumindest die Kritiker waren größtenteils zufrieden. 93% auf Metacritic, das ist schon, ja, schon nicht gut, nicht schlecht. Und, dumm. Und das hat es auch verdient, finde ich. Es ist das beste 2,5D Mario, wie ich finde. Und, ein neuer Teil, der hätte es dann auch schwer zu bestehen.
Man müsste halt noch eine Stufe weiter raufgehen mit der Innovation. Wobei man auch sagen muss, das Spiel bedient sich auch an sehr vielen Elementen aus vergangenen Mario-Titeln. Und das ist jetzt auch ganz egal, ob 3D- oder 2D-Titel. Da kommt dann immer unsere Feuerblume. Zack, 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 zack. Auch hier die vier Charaktere ist keine Neuerung. Das hatte man schon auf dem NES in Super Mario Bros. 2. Sogar die exakt selben Charaktere. Aber man kann das natürlich auch an... ja, oder als Hommage sehen. Ähnlich auch die Namensgebung. Super Mario 3D World ist natürlich eine Hommage an Super Mario World. Und Super Mario 3D Land wiederum ist eine Hommage an Super Mario Land. Das ist alles ein bisschen kompliziert in diesem Nintendo-Universum, aber... wer schon lange dabei ist und alles gezockt hat, der kennt sich aus. So, und jetzt brauchen wir hier ein bisschen Anlauf, weil... ja, nur als Katze kommt man easy an die Fahnenstange. Andernfalls braucht es einen gepflegten Sprung. Oh, schöner Regenbogen im Hintergrund. Und ja, also das Spiel vereint halt alle tollen Elemente plus neue Innovationen in einem Game. Und ich glaube, deshalb ist es jedem auch so schön in Erinnerung geblieben. Aber man darf auch nicht vergessen, es gab natürlich auch Stimmen, die jetzt nicht ganz so begeistert waren, weil sie sich natürlich ein richtiges 3D-Mario gewünscht haben. Da zählte ich auch irgendwie dazu. Ne? Ich habe jetzt nichts gegen solche Games hier. Wie gesagt, ich liebe sie irgendwo auch. Aber ja, man hatte sich natürlich schon Super Mario Galaxy 3 oder etwas Vergleichbares gewünscht. Zum Glück kam das dann aber später auf der Nintendo Switch mit Super Mario Odyssey. Wobei das auch kein reines 3D-Mario ist. Es war ja auch ein bisschen mehr Open World und hat sich auch an den 2D-Teilen ein bisschen bedient. Aber es war deutlich mehr 3D als das Game hier. Willkommen, Toadhouse! Du kannst eine der Schachteln öffnen. Sicher findest du darin etwas Nützliches. Und warum gibst du mir nicht beide, hä? Gib mir beide! Schließlich soll ich dieses Land hier doch retten, oder? Naja, komm. Ich bin mal bescheiden und nehme die kleine Kiste. Das war, glaube ich, nicht der Hauptpreis. Schade. Ja, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob das immer Zufall ist, wo sich der Preis befindet. Ich denke aber schon. Naja, dieses typische Spielchen, große Kiste, kleine Kiste. Natürlich nimmt man meistens die große Kiste, weil man erwartet, dass da der Hauptpreis drin ist. Aber dem ist nicht immer so. So, und hier haben wir jetzt, ja... Bonus-Level, ein Minispiel, wie auch immer. Hier kann man sich, wenn man die Aufgabe löst, und in dem Fall wäre es gewesen, alle Chucks besiegen, einen Stern verdienen. Das ist jetzt hier in dem Fall auch relativ schnell erledigt. Die Chucks sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren. In Super Mario World gehörten sie wirklich zu den heftigsten Gegnern. Ich glaube, sie haben hier in dem Game sogar ihr Comeback gefeiert. Doch, müsste so gewesen sein. Sind natürlich immer noch nicht einfach zu besiegen. Aber jetzt hier in dieser Halle, ja, mit der Feuerblume am Start, da hatte man natürlich wenig zu befürchten. In späteren Leveln könnten sie uns aber Probleme bereiten. So, jetzt kommt Höhenrausch. Ein Level, das perfekt ist für Luigi, wie ich finde. Hui, da ist er, seht ihr? Springt schön hoch, der Typ. Lässt sich aber auch schwammiger steuern, da müssen wir aufpassen. So, und jetzt ganz oben... müsste ein Pixel-Luigi sein, oder? Nee. Wo war der? Es gibt hier aber einen. Vielleicht kommt der auch erst nach einer Zeit. Auf einem Glockenturm oder so. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man hier einen Pixel-Luigi sehen kann. Ja, ich finde ihn jetzt nicht. Aber es müsste einen geben. Es gibt halt auch wirklich viele, die drauf aufbauen, dass man irgendwie 100 Sekunden irgendwo wartet. Oder war das hier? Nee, ne? Ja, wie schon gesagt, es gibt viele, die schwierig zu sehen sind, weil sie auf irgendwas Lächerliches aufbauen. Letzte 100 Sekunden oder besonders schnell sein, all sowas. Den habe ich jetzt leider nicht gefunden, aber es gibt da einen, das weiß ich ganz sicher. Wenn ihr wisst, was da zu tun ist, dann schreibt's gerne in die Kommis. So, dann holen wir uns hier mal die Katzenglocke, weil die ist ja wie gemacht für das Level hier. Zack, dann hauen wir noch das Unkraut um. So,
Oh, was war denn da? Ein versteckter Block. Den kann man sehen, wenn man Stampfattacken in der Nähe ausführt oder wenn man mit dem Gamepad spielt. Einfach aufs Gamepad tippen. Dann werden einem auch geheime Blöcke angezeigt. Also das ist durchaus ein Vorteil, wenn man dann halt sich das Gamepad antut. Zack. Wenn wir hier die Münzen einsammeln, sollte es einen Stern geben. Ich glaube, das war es aber noch nicht. Genau, da geht es noch weiter. No, no, no. Her damit. Ach ja, bezüglich Innovation. Ich sagte ja schon, das Game bietet einiges an Innovation. Tatsächlich wurden aber nur circa 1% oder ja, sagen wir mal lieber einen Bruchteil der Ideen, die die Entwickler hatten, letztlich auch umgesetzt. Warum das so ist, woran das lag, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht technische Limitationen oder auch Zeitdruck, weil, wie wir alle wissen, die Wii U hatte in ihrer ganzen Lebenszeit enormen Druck, weil sie sich nicht so verkaufte, wie Nintendo das gerne hätte. Und das Spiel musste halt schnell erscheinen, weil klar, Nintendo weiß auch, Mario ist der Retter. Meistens. Und sorgt für krasse Verkaufszahlen. War auch so. Allerdings hat auch dieses Spiel nur einen kurzen Höhenflug besorgt. Die Wii U blieb ein Misserfolg. Was die Entwicklungszeit angeht und was vielleicht auch meine These stützt, dass es ein bisschen gerusht werden musste. Also nicht falsch verstehen, das Spiel fühlt sich absolut published an. Ja, also nicht, dass jetzt irgendwie jemand denkt, dass es gerusht wirkt, wenn man es zockt. Nein, nein, das meine ich nicht. Es wirkt voll ausgearbeitet, aber ich glaube, es wären halt noch mehr Ideen gegangen, hätte man mehr Zeit gehabt. Oder eine bessere Konsole, je nachdem. Blududu, weiteres Bonus-Level. Da müsste es einen Stern geben. Worauf ich hinaus wollte. Das Game wurde in 1,5 Jahren ungefähr entwickelt. Es waren aber auch richtig viele Leute dran beteiligt. Um die 100. Das war, glaube ich, das größte Team von Nintendo EAD bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das einzige Game, das das noch übertrumpfen konnte, war The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das war das Game mit dem bis dato größten Nintendo-Team aller Zeiten. Und auch da merkst du es ja. Wenn man mal überlegt, wie lange Zelda Breath of the Wild in Entwicklung war und da trotzdem so viele Leute dran gearbeitet haben, dann weißt du, wie verdammt aufwendig das war. Oh, wir sind schon durch. Sehr cool. Und wir haben auch alles. Hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Goodies. Oder auch nicht. Nicht mal Münzen, Alter? Komm, ich kletter doch nicht umsonst hier rauf. Ernsthaft? Ja, ein Pilz. Naja, gut. Das gibt wenigstens ein paar Punkte. Oder Münzen oder was? Was gibt der? Punkte. Okay. Ja, gut. Rauf mit dir. Oh, sieh mal an. Hier kommst du sogar nur mit der Katzenglocke rauf. Da hast du mit einem Long Jump keine Chance. Wie gemein. Am einfachsten ist es natürlich, Katzenglocken zu farmen und dann mit jedem Charakter die Level durchzurushen. Aber wie gesagt, das mache ich echt nicht nochmal. Wenn wir das Bonus-Level, also das letzte, wirklich finale, schwierige Level spielen, dann greife ich einfach auf einen anderen Save-File zu. Und da haben wir Captain Toad. Habe ich ja auch schon kurz angeschnitten. Aber ich würde sagen, wir beenden die erste Folge hier an dieser Stelle. Und ja, wenn euch das Projekt gefällt, ihr wieder Bock habt auf Super Mario 3D World und Wii U, spendiert dem Ganzen doch einen Like. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht. Hier bei Welt 1.4. Bye, Leute. Und danke fürs Dabeisein.